Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird nach dem historischen Vorrundenaus der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien nicht zurücktreten. Ich bin auch nie weggelaufen, wenn es schwierig wird. Deshalb habe ich weiter den festen Willen, mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Frauenfußball zu gehen. Das sagte die 55-Jährige bei einer DFB-Pressekonferenz 2 Tage nach dem enttäuschenden 1:1 in Brisbane gegen Südkorea und im Verpassen des Achtelfinales. Sie will die deutsche Auswahl nun zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr nach Paris führen, wie die deutsche Presseagentur berichtet. Bernd Neuendorf hatte zuvor als Präsident des Deutschen Fußballbundes der Trainerin mehrfach den Rücken gestärkt. Ich bin von ihr überzeugt, so der 62-Jährige. Neuendorf verwies auch darauf, dass man ihren Vertrag erst vor wenigen Monaten verlängert habe.